Red flags on the beach. Jetzt, wo es wieder so warm wird, Sonnencreme, sehr wichtig. Guten Morgen, ihr Süßen, und willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist Montag und wir starten mal wieder den Weekly Vlog. Kurz zu heute. Ich habe heute erst zum Mittag Uni. Das heißt, ich konnte jetzt ganz entspannt ausschlafen. Es war toll. Und jetzt habe ich mich ready gemacht und steppe jetzt kurz zum DM, weil ich ein paar Sachen brauche. Sowas wie Trockenshampoo, Deo und sowas. Und mache ein paar Besorgungen. Und dann werde ich auch schauen, dass ich bis hierhin gleich an meiner Uni-Arbeit weiterschreibe. Weil die muss ich am Donnerstag abgeben und da fehlen mir noch ein paar Seiten. Also das mache ich dann auch. Es ist so schönes Wetter, wir kriegen 25 Grad. Ich glaube, das wird den Vlog wieder ein bisschen begleiten, dass ich mich über das schöne Wetter freue, weil letzte Woche war es eher ein bisschen kühler, am Ende wurde es dann schon ein bisschen besser. Aber jetzt kommt wieder das Sommerwetter und ich freue mich so. Also, that's amazing. Ja, starten wir gleich. Ich step mal zum DM und schaue, dass ich alles bekomme. Ich vergesse immer die Hälfte dann und nehme andere Dinge mit, die ich eigentlich gar nicht wollte. Well, ja, let's go. Ich glaube, nur für mein Kleid ist es ein bisschen zu frisch. Darum gibt es noch einen Pulli drüber. So, für mich geht es jetzt ab in die Uni. Ich packe mir noch mal einen Pulli ein, weil ich glaube, später ist es dann noch ein bisschen kühler. Ich habe heute eh nur, lasst mich mal kurz nachschauen, wie lange habe ich? 3 Stunden. Yay! Also ich habe heute bis 16 Uhr Uni. Es ist okay. Es ist okay. Naja, let's go! Hey ihr Süßen, ich bin aus der Uni zurück. Und ich sehe auch dementsprechend etwas fertig aus. Aber ich packe mich jetzt erstmal in ein bisschen wärmeres Gewand. Erstmal Jogginghose und ein T-Shirt und ein Pulli. Und dann werde ich mich mit meinem Uni-Zeug, apropos, ich sollte, warte, ich nehme euch mal hier kurz mit. Ich sollte meinen Laptop noch kurz aufladen, weil ich möchte, ich stelle euch mal kurz ab. Ich möchte jetzt nämlich eigentlich mich ein bisschen auf die Terrasse setzen und dort meine Hausarbeit weiterschreiben. Aber ich glaube, ich habe keinen Akku mehr. Also ich habe draußen eh eine Steckdose, aber egal. Auf jeden Fall not a point. So uninteressant, I'm sorry. Mir ist generell aufgefallen, ich laber so viel unnötige Scheiße in meinen Vlogs. Sorry. Ja, ich meine, ich kann euch über auch meine, keine Ahnung, irgendein Tee erzählen, aber dann kennt sich halt auch keiner aus, ne? Dann ist jeder so, Lisa, what? Kennt sich auch keiner aus. Also hier mein Daily Struggle. Ich brauche Akku. Und möchte mich da jetzt dann noch ein bisschen auf die Terrasse setzen, weil es geht jetzt dann langsam, glaube ich, die Sonne unter. Und das ist, glaube ich, sehr ein Vibe, da ein bisschen weiter zu schreiben. So, ich sitze jetzt an meiner Ausarbeitung und habe mich aber, wie eh schon gesagt, auf die Terrasse gesetzt. Es ist einfach strahlend blauer Himmel. Und es ist so schön. Da ist die Sonne, die geht jetzt dann langsam unter. Naja, ich habe mich auch gemütlich umgezogen und schaue, dass ich bei meiner Pause bald ein bisschen vorankomme. Ich bin einfach mal optimistisch, dass das wird. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, wann auch immer ihr jetzt gerade diesen Vlog seht. Bei mir ist es Montagabend und ich hustle jetzt. Fühlt euch motiviert, auch produktiv zu sein. Was ist das für ein komisches Licht hier, Alter? Naja, boah, ich mag das, wenn man wieder auf der Terrasse sitzen kann und es warm ist und die Sonne scheint und hier Uni-Zeug machen kann. I love it.
Okay, wow, das Licht ist hier einfach ganz schlimm. Ich sitze jetzt schon wieder in meinem Zimmer. Habe ich es mir in meinem Bett gemütlich gemacht und schreibe weiter meine Hausarbeit. Es ist jetzt kurz vor 12. Meine Motivation ist mir ganz da. Ich bin jetzt circa über ein bisschen bei der Hälfte, circa. Und ich habe keinen Bock mehr. Ja, aber ich mache es noch ein bisschen weiter, weil ich habe morgen eigentlich den ganzen Tag nicht Zeit und am Mittwoch wollte ich es eigentlich schon abgeben, weil ich muss es Donnerstag in der Früh abgeben. Und es ist jetzt eh nicht so lange, es ist halt schon einfach mühsam. Es braucht schon noch ein bisschen Motivation und ein bisschen Zeit. Ich habe einen Snap bekommen. One moment. Okay, das kann warten. ja, ich mache jetzt auch weiter. Yay. Morgen habe ich eh den ganzen Tag nur online. Das heißt, ich kann ein bisschen länger schlafen. Gucken wir mal, wann morgen mein Online-Unterricht beginnt. Okay, um 9.40 Uhr. Entspannt. Kann ich ja noch easy ein bisschen Uni weitermachen. So, ich habe jetzt gerade... Durch welche die öffentliche Gewalt kontrolliert werden soll. Wollen wir reden? Ich habe mal wieder einen Uni-Vortrag und gönne mir jetzt einfach mal Eismochis in Mango. Richtig geil, weil das Wetter heute ist richtig schön, obwohl ich den ganzen Tag einfach nur vorm Laptop sitze und Online-Unterricht habe. Ich kann euch das jetzt nicht zeigen, aber macht Spaß. Hey ihr Süßen, ich habe mich jetzt gerade ready gemacht und mache mich jetzt auf den Weg. Bin ich jetzt fertig gemacht, alle Sachen zusammengepackt. Es ist jetzt 16.18 Uhr, ich muss eigentlich los. Ich fahre jetzt zu meinem Dad, weil wir heute am Abend ein bisschen seinen Geburtstag nachfeiern und Pasta selber machen. Ich habe jetzt aber eigentlich jetzt dann noch Online-Unterricht, darum fahre ich jetzt schon hin. Und mach die letzte Online-Unterrichteinheit. Das ist Maria. Gleich wieder überall hängen. Bei ihm. Und ja. Let's go. So, ich bin jetzt bei meinem Dad angekommen und habe mir mein Setup aufgebaut. Und habe jetzt gleich recht. Yes, habe ich jetzt noch bis 19:35 Uhr. Und dann ist der heutige Tag auch um. Meine Hausarbeit, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, bin ich relativ done. Also grob erstmal sehr gut, bin ich sehr happy about that. Sie haben schon die Nudeln gemacht, weil ich noch Uni-Vorlesung hatte. Und jetzt wird Soße gemacht. Nein, weil ich das wieder... Wasser. Die Soße ist schon richtig am Brutzeln. Das ist eine Eigenkreation mit Aubergine, Spargel, Knoblauch, Tomatensauce, obvious. Das sieht richtig gut aus. Mahlzeit. Egal. Boah, schaut sich das an. Mein Papa hat solche Rolls geholt, die so Füllung haben. Das ist einmal, ich glaube, Haselnuss, einmal Cookies and Cream und einmal Pistazie. Ich habe mir die mit Cookies and Cream ausgesucht. Ich bin schon ganz gespannt. Einmal Pistazie. Hier haben wir mal meine mit Cookies and Cream und dann einmal noch Haselnuss. Ich bin richtig gespannt. Ich schneide das jetzt mal auf, dass man das gut sieht. Die ist auf jeden Fall richtig heavy. Okay, ich schneide das jetzt mal auf. Und jetzt. Boah. Und da ist diese ganze Creme drin. Okay, Taste Test. So, gut, wir kosten. Mhm, die Creme ist sehr geil, aber schmeckt gut. 13:30 Uhr oder so, ich bin schon richtig fertig wieder. Ich freue mich einfach so sehr auf mein Bett. Ich muss gerade einen Weg heim. Es war ein richtig schöner Abend. Ich freue mich jetzt auf morgen. Morgen ist einfach frei, weil morgen ist 1. Mai und da ist Feiertag und das finde ich super. Genau. Und dann treffe ich mich mit der Anna und wir gehen spazieren eine kleine Runde und am Abend bin ich dann wieder beim Konzert von unseren Friends mit Stocki und Vicky Blond. Wahrscheinlich Stocki ist auch nicht ganz safe,
Aber Vicky Blonde auf jeden Fall. Ich freue mich. Vielleicht schaue ich auch, dass ich bis hier einen Vlog weiter schneide. Aber ja. Tschüssi. Bis morgen. So, ihr Süßen. Ich melde mich gerade mal wieder. Ich überlege gerade, was für eine dünne Jacke ich da dazu anziehen kann. Pastellgrau dazu. Also ist okay, I guess. Man sieht mich ja gar nicht. Moment. So. Hey Leute, ich melde mich mal ganz kurz. Ich mache mich gerade fertig gemacht und treffe mich jetzt mit der Anna, weil wir gehen auf einen kleinen Hot Girl Walk. Und ich freue mich schon. Meine Haare sind noch ein bisschen nass, weil ich war jetzt gerade entspannt baden. Es ist heute Mittwoch, es ist bei uns heute Feiertag. Und ich habe eh schon gesagt, dass ich mich heute mit der Anna treffe. Ich freue mich schon. Ich habe gerade noch meine Hausarbeit durchgelesen und habe sie jetzt meiner Schwester zum auch mal durchlesen gegeben, ob man sich halt auch auskennt, wenn man nicht in dieser Materie so drinnen ist. Aber genau, bin ich gespannt. Ich hoffe, das passt. Und ja, währenddessen sie das jetzt durchlesen, gehe ich spazieren mit der Anna. Und ich muss jetzt eh runter, weil sie sollte jetzt gleich da sein. Und ja, hey ihr Süßen, ich habe mich jetzt gar nicht gemeldet, wie ich mit der Anna unterwegs war, weil wir irgendwie so viel am Quasseln waren. Bin ich gar nicht zum Vloggen gekommen, aber das ist ja eigentlich eh ein gutes Zeichen hier. Waren wir eine kleine Runde spazieren und dann haben wir noch ein bisschen auf der Terrasse ein bisschen gequatscht. Und jetzt habe ich mich schon wieder ready gemacht und eigentlich schon wieder am Weg, weil ja ein paar Freunde von uns heute so ein kleines Konzert geben und... Genau, das schauen sich eine Freundin von mir und ich zusammen an, so Vicky Blonde und ich. Aber ich habe Vicky Blondes geschrieben, dass wir uns um 17 Uhr treffen, aber sie antwortet mir nicht. Also in der Stadt. Und ich müsste jetzt eigentlich los, wenn ich um 17 Uhr dort sein sollte. Jetzt habe ich sie angerufen, sie hebt nicht ab, also ich bin jetzt ein bisschen lost, was ich tun soll. Aber soll ich einfach gehen? Naja, ich packe mal meine 7 Sachen und schau mal, ob sie mir dann antwortet. Ich hoffe mal. Und Vicky Blonde, was ist unsere Mission? Wir suchen jetzt irgendeine Bar, aber wir wissen eigentlich nicht, wohin wir fahren. Ja, das ist richtig toll. Australian Pub war voll. Ja, voll. Aber ich würde sagen, wir finden. Ja, ich hoffe, aber schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Guten Morgen, ihr Süßen. Es ist heute Donnerstag. Und ich habe heute erst um 13 Uhr Uni, darum konnte ich jetzt entspannt ausschlafen. Wir waren gestern dann noch ein bisschen unterwegs und es war voll lustig. Also es war eine sehr witzige Gruppe, weil ein paar Freunde von uns ja in einer Band spielen und die treten mal wieder irgendwo auf und waren wir natürlich supporten. Genau, das war eigentlich mega nett und ja, heute habe ich Uni und am Abend ist dann Herräumen fürs Festel, weil ich habe ich ja eh schon öfters mal erzählt, von der Jungschau haben immer so wieder so Feste und da ist heute am Abend Herräumen. Ich habe meinen Matcha gemacht und sitze schon am Schreibtisch vor meinem Laptop und schneide jetzt, aber als Matcha Latte am Morgen, es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Ich lieb's. Oh Gott, ich auch schon. Jetzt geht's ans Schminken. Erster Cocktail, Red Flags on the Beach. Heute ist My Festival und wir machen jetzt eine Cocktail Night davor. Mit dem Thema, Stocki, was ist das Thema? So beachy. Beachy. Malle. Tropisch, I guess. Und ich hatte jetzt schon eins. Meins hieß ja Red Flags on the Beach. Und Stocki, wie heißt deiner? Also eigentlich heißt der Blue Lady, aber den Namen mag ich nicht, deswegen heißt der jetzt Blue Lagoon. Okay, finde ich gut. Ist zwar ein anderer Cocktail, aber. Aber du nennst es einfach so. Ich nenne ihn einfach so. Ich helfe dir, wait a minute. Boah, sieht echt ganz cool aus. Sieht mega cool aus. Also sieht auch sogar so ein bisschen gefroren wegen dem. Okay, Girls, der zweite Cocktail. Cheers! Okay, es sieht ein bisschen crazy aus, aber ich habe für meinen Cocktail ja auch Jelly Shots gemacht. Sind noch ein paar da. Aber ich finde sie eigentlich gar nicht so schlecht. Ich meine, sie sind ein bisschen stark.
finde ihn gut. Ich finde sie sehr gut, ja. Okay, wie heißt der Cocktail? Sex on the Festival. Finde ich gut, finde ich gut. Hast schon Pläne für heute? Cheers! Oh, sieht das schön aus. Boah, das war so ein 2000er Shot gerade. Hey ihr Süßen, es steht heute am heutigen Tag am Programm ein bisschen Frühjahrsputz. I guess, also ich muss mal ein bisschen mein Zimmer as always aufräumen. Ihr kennt schon den berüchtigten Chaosstuhl mit dem ganzen Gewand. Das muss ich aufräumen. Ich habe jetzt gerade den Vormittag schon damit verbracht, dass ich ganz viele E-Mails beantwortet habe, die ich beantworten musste, Überweisungen gemacht habe, für die Jungschaft vor allem. Und alles so ein bisschen organisiert habe. Das ist fertig. Und darum geht es jetzt an mein Zimmer. Ich muss erstmal ein bisschen aufräumen, Sachen wegräumen, bla bla. Und dann werde ich, habe ich mir schon ein paar Sachen geholt. Ich habe mir einen Swiffer geholt. Bisschen Staub muss entfernt werden. Und dann werde ich meine Spiegel auch putzen. Und dann werde ich noch Staub saugen. Ich habe alles bereits von unten nach oben geholt. Und ja. Werde jetzt damit starten. Währenddessen, glaube ich, werde ich entweder Kaffee mit Zitrone oder Nachmittagsjause hören, weil ich habe, ich bin jetzt ein bisschen auf eine Nachmittagsjause, das ist der Podcast von Uncut, gestoßen, weil die hatten eben so eine, die waren zu Besuch bei Kaffee mit Zitrone und da habe ich gestern ein bisschen bei denen so reingehört. Das ist eigentlich auch voll der nette Podcast, also ja, ich bin nur irgendwie so, immer wenn ich so einen Podcast habe, den ich ganz gerne habe, dann bleibe ich eh dabei, weil da kommen ja eh wieder Folgen und so viele höre ich jetzt dann. Also es geht sich bei mir eh nicht aus, dass ich alle meine Lieblingspodcasts so alles immer höre, weil ich keine Zeit für. Aber jetzt bin ich auf den gestoßen und finde den eigentlich auch ganz cute, also ja. Ich habe vor allem gestern richtig viele Podcasts auch gehört. Naja, ich mache jetzt heute einen Frühjahrsputz und dann später ist wieder Match. Also ich gehe wieder arbeiten. Yay, ich bin leider ein bisschen nicht krank, aber ein bisschen verschnupft und ein bisschen so, weil Wetter. Aber es wird jetzt eh wieder besseres Wetter, also ist ganz gut. Tschüss. Ich sehe ein bisschen fertig aus, aber das ignorieren wir und wir machen uns mal ans Aufräumen und werden das einen Podcast hören. Oh mein Gott, ich habe jetzt noch eine kleine Song-Empfehlung, weil ihr kennt es safe vielleicht schon von TikTok, aber dieses Lied, ich bin obsessed. Also es ist Built to be Bad. Das kennt ihr vielleicht von TikTok, also ich kenne es von TikTok und ich finde es Chefskiss. Ich liebe dieses Lied. Ist ein bisschen sad, aber oh, Angie hat mir geschrieben. Toll, gut. Aber jetzt höre ich Podcast. Let's go. Ich weiß, dass ich spontan bin, da Stunde 3.